Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge zur provokativen Therapie. Wir sind immer noch im Frage- und Antwortteil, wo Frank Ferretti eben Rede und Antwort steht zu verschiedenen Fragen, die bei Menschen aufkommen können, die sich eben mit provokativer Therapie beschäftigen oder es lernen wollen oder was auch immer. Und die nächste Frage im Programm, wir sind hier auf Seite 227 des Buches Provokative Therapie, ist die Frage: Was ist der wahre Grund, warum Sie die provokative Therapie formuliert haben? Formuliert ist schön. Also erfunden haben, hätte ich eher gesagt, oder in diese Praxis hineingerutscht sind geradezu. Ferretti antwortet: In jeder gegebenen menschlichen Situation gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens ein halbes Dutzend unterschiedlicher Faktoren, die ein bestimmtes menschliches Verhalten erklären können. Wahrscheinlich mehr, könnte man anfügen. Es gibt ja diesen wunderbaren TED-Talk von diesem, was ist das, Evolutionspsychologen Robert Sapolsky, wo er analysiert, wie es zu einer Einzelentscheidung kommt, was wir da heute drüber wissen. Also wenn man wirklich mal die Ursachen finden will, warum ein Mensch sich so oder so verhält, das wird dann halt doch sehr schnell sehr komplex beim näheren Hinsehen. Und ich glaube, das geht hier nicht in eine ganz unähnliche Richtung. Die Suche nach einem bestimmten Faktor ist oft illusorisch. Den Studenten, die sich in provokativer Therapie ausbilden lassen, sage ich: Nehmt euch in Acht vor dem Jabberwocky, ein mythisches Monster in Alice im Wunderland. Und der einzigen Hypothese, vielleicht wegen meiner religiösen und beruflichen Ausbildung und was ich mit Blick auf die menschliche Motivation überlegte, pflegte ich zu denken, dass je tiefer die Motivation wäre, umso mehr durfte sie. Keine Ahnung, ob das korrekt hier so übersetzt ist. Hier stehen ganz merkwürdige Dinge in der Übersetzung manchmal. Aber ich nehme es jetzt mal einfach so hin. Und je mehr sie, umso mehr durfte sie tatsächlich, also kein R, umso mehr durfte sie. Je tiefer die Motivation wäre, umso mehr durfte sie. Und je mehr sie durfte, umso wirklicher wäre sie. Sie hätten die wirklichen Gründe, so hätten die wirklichen Gründe den größten Duft, und das glaube ich heute nicht mehr. Ich suche auch nicht weiter nach der einzigen Hypothese, um mein oder anderer Menschenverhalten zu erklären. Es gibt viele einfache, schlüssige Erklärungen für das menschliche Verhalten. Wenn ich mir die Entwicklung der provokativen Therapie ansehe, kann ich feststellen, da war das bohrende Problem, wie man Veränderungen bei denen bewirken könnte, denen zu helfen, nicht angestellt war. Also im Grunde einfach ein Ernstnehmen der eigenen Profession, zunächst als Sozialarbeiter und später als Therapeut, nach der Devise: Ich habe hier einen Auftrag, wie kann ich den denn erfüllen? Ich soll hier zu Veränderungen unterstützend beitragen von Menschen, scheitere aber mit meinen üblichen Strategien, und aus diesem eigentlich permanenten Scheitern, also dass man eben den Auftrag nicht erfüllen konnte, mit dem man beauftragt war, daraus ist eigentlich die provokative Arbeit entstanden, so würde ich das interpretieren. Also eigentlich aus einer Aporie, aus einem Unbefriedigtsein, aus einem Nicht-Weiterkommen, aber eben auch aus einem Leiden an diesem Nicht-Weiterkommen und es nicht einfach so hinnehmen wollen und auch Menschen nicht einfach so abschreiben wollen. Nach der Devise, ja, das ist halt ein schwieriger Patient, mit dem kann man nicht arbeiten. Also, was auch immer Frank Ferretti da getan hat, als er die provokative Therapie erfunden hatte, das war sicher nicht seine Haltung. Das ist also sehr, sehr überdeutlich erkennbar. Da war das bohrende Problem, wie man Veränderungen bei denen bewirken könne, denen zu helfen nicht angestellt war. Die unterstützende Umgebung von einer Zahl von Therapeuten, die dieselben Probleme hatten, also ich bin nicht allein mit diesem Problem, mit diesem professionellen Problem. Die genaue Wahrnehmung, dass finanzielle, berufliche, persönliche und soziale Gesichtspunkte zusammenkommen, um Therapeuten zu formen. Vielleicht auch ein bisschen Ehrgeiz mit dabei, das ist stark untertrieben. Also ganz offensichtlich war Frank Ferretti, als er ein junger Therapeut war, ein sehr ehrgeiziger Mensch. Das lässt er durchblicken. Dass es eine ehrenvolle Aufgabe wäre, wenn man versuchen würde, anderen im Leid eine wirkliche Hilfe zu sein. Also ein ausgewachsener Helferkomplex natürlich beim Godfather of Provocative Therapy. Ohne Zweifel. Und endlich wollte ich im Eifer des Gefechts einer der besten gottverdammten Therapeuten sein, die je den Berg herunterkamen und eindeutig Erfolg haben mit Patienten, die andere aufgegeben hatten oder die unbehandelbar waren. Unbehandelbar hier in Anführungszeichen. Und also hier ganz offen markiert er das, dass das ein wichtiges Motiv war für ihn. Also sozusagen wirklich, ich kann es dort schaffen, wo es andere nicht schaffen. Also wirklich persönlicher Ehrgeiz als Therapeuten. Und das kann man sehr kritisch sehen, weil man eben sagen kann, ein Therapeut sollte doch relativ weise sein, relativ gelassen sein, nicht vom Ehrgeiz zerfressen sein.
Andererseits könnte man sagen, wenn das Ergebnis dann so wunderbar ist, ja, dann ist Ehrgeiz vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie ich ihn normalerweise mache für mich. Also ich habe, es gibt sogar Artikel, glaube ich, die ich mal geschrieben habe, irgendwann irgendwo, wo ich von Ehrgeiz als fossilem Brennstoff, als nicht nachhaltigen Brennstoff schreibe. Also äquivalent zu fossiler Verbrennung ist der Ehrgeiz bei Menschen in der Psyche. Also dass das nicht, ist kein sonderlich hilfreiches Motiv ist, aber bei Frank Furedi hat das eine wunderbare Auswirkung gehabt, warum auch immer. Und man kann auch sagen, auch ich selber bin teilweise vom ähnlichen Ehrgeiz beseelt. Ich arbeite nämlich tatsächlich besonders gerne mit sehr belasteten Menschen, also die besonders tiefe Probleme haben oder sehr anhaltende Probleme haben oder sehr drängende Probleme haben. Das hat viel mit mir tatsächlich persönlich zu tun. Also es hat was damit zu tun, dass ich auch in meinem Leben wirklich viele recht. Es ist immer sehr, sehr schwer, selber über sowas, ich sowas zu sagen. Also doch eine Menge Probleme hatte, so im Laufe des Lebens oder auch heute noch habe. Also auf der Empathieebene gibt es da keinen Mangel. Also ich kann mich sehr schnell mit stark belasteten Leuten identifizieren. Zum Teil bin ich auch selber da halbwegs rausgekommen, halbwegs, mit Betonung eben auf halbwegs. Und kann also sehen, was man alles machen kann aus sich unter guten, glücklichen Umständen und eben auch, wenn man Unterstützung hat. Also wenn man Menschen hat, die einem helfen, einen unterstützen, einem neue Gesichtspunkte aufzeichnen, das richtige Wort im richtigen Moment haben für einen, dass sich irgendwo auch einprägt und dann weiterwirkt. Also ich habe sehr profitiert davon, dass ich halt auch sehr gut behandelt wurde von vielen Menschen und auch viele, viele sehr kluge, auch menschenkluge Menschen in meiner Umgebung hatte. Das hat mich auf eine gewisse Weise, kann man wirklich sagen, gerettet, mindestens geholfen. Und ja, aus solchen Erfahrungen heraus arbeite ich. Also ob das das gleiche Motiv ist wie bei Frank Furedi, das ist sehr schwer. Ich meine, ich kenne den alten Frank nicht persönlich. Ich kenne nur Videoaufzeichnungen und eben Berichte aus zweiter Hand, also von Menschen, die halt sehr eng mit ihm waren oder sehr lange mit ihm waren. Kenne diese Geschichten über ihn. Und dann ist ja natürlich auch immer die Frage, ob man sich selber wirklich durchschaut in seiner eigenen Motivlage. Also da macht man sich ja gerne was vor. Also bestimmte Motive, die man hat, hat man gar nicht im Blick. Manche hat man zu wenig im Blick, obwohl sie stärker sind, als man glaubt. Und andere, von denen man glaubt, dass es entscheidende Motive sind, sind vielleicht am Ende doch nicht so wichtig. Also gerade in diesem Punkt, was ist meine eigene Motivation bei einer Sache, neigt man gerne zur Selbsttäuschung und ich selber möchte mich da keinesfalls ausnehmen. Aber ich kann sagen, also ich bin auch gern wirksam. Ich mag Wirkung auf Menschen. Aber ja, und ich mag halt Menschen, die Probleme haben, kurz gesagt. Das kann man alles problematisieren, aber tatsächlich in meiner Profession als Coach bin ich angewiesen auf Menschen, die Probleme haben, weil ich stehe auf dem Standpunkt, wo kein Problem, da kein Coach, wo kein Problem, da kein Coaching. Also warum soll man Menschen Probleme machen, die keine haben? Das macht nicht sehr viel Sinn. Warum soll man mit Menschen arbeiten, die ihre Probleme wunderbar selber lösen können? Das macht auch nicht so viel Sinn. Also da habe ich halt akute Sinnlosigkeitsgefühle, wenn Klienten zu mir kommen, die nicht wirklich Probleme haben, während ich bei Klienten, die also nahezu in ihrem eigenen Leben unlösbare Probleme haben oder teilweise eben auch Leute, die schon sich haben von x anderen Leuten behandeln lassen oder beraten lassen oder was auch immer, das empfinde ich als sehr beglückend und das geht auch erstaunlich oft wirklich gut. Ich bin immer wieder neu davon überrascht, dass, wie gut das geht, dass ich überhaupt auch nochmal eine Chance bekomme. Ja, also man kann ja auch sagen, jetzt haben wir schon 5 Menschen versucht zu helfen. Ein Sechster wird es auch nicht rausreißen. Das scheint mir eigentlich so ein bisschen eine naheliegende Haltung zu sein. Ich erlebe das aber wirklich oft anders. Also, dass Leute, die also schon sehr, sehr viel ausprobiert haben, dann kommen und irgendwie, da geht was. Ja, keine Ahnung warum. Also natürlich kann ich Theorien aufstellen, warum das so ist, aber wie gesagt, ich mag diese Leute mit lang angestauten oder ganz akuten Problemen, also die nicht lang angestaut sind, aber sich sehr schnell entwickelt haben und sehr schnell eskaliert sind, sehr schnell, sehr drängend geworden sind. Oder eben Leute, wo sich lange, lange, lange was aufgestaut hat und jetzt also nach Lösungen sucht, oft dann schon verzweifelt. Da fühle ich mich tatsächlich wohl. Also in diese Höllen, in denen diese Menschen dann sind, steige ich persönlich sehr gerne hinab. Und das schreckt mich tatsächlich auch relativ wenig. Ja, warum auch immer. Selbst wenn die Höllenetagen ein paar tiefer sind als die Höllen, die ich persönlich kenne, also in denen ich selber gebrutzelt habe. Das ist irgendwie kein Hinderungsgrund, warum auch immer. Also wie gesagt, ich weiß es selber nicht, warum das so ist. Ich kann nur feststellen, dass es so ist. Fravelli schreibt jetzt über seinen eigenen komischen Entwicklungsgang Folgendes weiter. Aber das erklärt noch nicht die Entstehung der provokativen Therapie. Vielleicht kann man noch andere Faktoren finden, zum Beispiel in dem, was zwei meiner Schwestern häufig zu mir sagten. Meine ältere Schwester Sissy sagte,
Die provokative Therapie sei Ausdruck dessen, was ich als Junge schon tat. Du hattest diese fantastische Gabe des Nachmachens, lange ehe du alt genug warst, um zur Schule zu gehen. Also ein Nachahmer, ein Schauspieler, ein Komödiant, ein Comedian in der Familie, in dieser Großfamilie, in der er persönlich aufgewachsen ist. Und meine jüngste Schwester Jitty bemerkte, du liebtest es, Menschen zu necken. Mich pflegtest du zu Tode zu necken. Also die Geschwister von Frank Ferrelli haben wohl sehr teilweise unter ihm gelitten. Wie unter Geschwistern nicht ganz selten. Aber wer kennt schon sicher und bestimmt die exakten frühen Bedingungen des dann darauf folgenden Lebensstils, die ausdrücklich benannten Auswahlmöglichkeiten und die persönlichen Beziehungen? Weder ich noch wahrscheinlich Sie. Das Beste, was wir tun können, sind annäherungsweise gute Einschätzungen zu versuchen. Hier steht in Klammern, wir arbeiten mit Möglichkeiten, aber nicht mit mathematischen Sicherheiten. Mündliche Mitteilung, Frank Ferrelli. Im Altgriechischen gibt es dafür die Bezeichnung Semaia Hikana, hinreichende Zeichen. Ich sehe Wolken am Himmel, es wird wahrscheinlich regnen, das ist kein wissenschaftlicher Beweis, aber das Erfahrungswissen sagt, da könnte was dran sein. Also von Wolken lässt sich nicht zwingend auf Regen schließen, also vielleicht heute schon mit den heutigen meteorologischen Mitteln, aber jetzt so, wenn man auf der Erde ist und noch nicht diese tollen Techniken hat, dann sind es eben Semaia Hikana. Und diese Semaia Hikana, diese hinreichende Zeichen, gibt es auch bei Menschen. Das sind keine mathematischen Sicherheiten, das sind keine wissenschaftlichen Beweise, aber arbeitsfähig macht es allemal, auch wenn man dann manchmal doch daneben liegt. Und also generell zeigt dieser Absatz, also dieses Q&A, dieses Frage-Antwort-Spiel, das ist die Nummer 8 in diesem Buch, in diesem Fragen- und Antwortteil, zeigt, ich finde sehr deutlich, also die fehlenden Ambitionen Frank Ferrellis zum Überanalysieren. Also sehr viele Leute, darunter auch ich, neigen sehr zum Überanalysieren. Also ich will das in aller Tiefe verstehen, bis zum Letzten. Und was auch immer man über Frank Ferrelli sagen kann, also zumindest in diesem Stadium, ich weiß nicht, wie er war, als er jünger war, aber in diesem Stadium, in dem er dieses Buch geschrieben hat, Anfang der 70er Jahre, hatte er das, wer das je hatte, auf jeden Fall aufgegeben. Und ich finde das tatsächlich auch sehr, wie kann man sagen, wissenschaftstheoretisch oder auch anthropologisch state of the art, weil man sagen kann, also wenn man diese Komplexität, die es im menschlichen, in der menschlichen Psyche und im Zwischenmenschlichen gibt, ernst nimmt, dann wird man, weil man sie ernst nimmt, mit dem Analysieren aufhören, weil man dann aufgrund der Komplexität versteht, dass Analysen eigentlich immer ungute Komplexitätsreduktionen erzeugen bei Menschen. Also wenn man dann denkt, man hat irgendwelche letzten Ursachen gefunden durch hinreichende Analyse, wird man dem Menschen also gut wie nie gerecht, weil man durch die Analyse praktisch andere Wirkfaktoren systematisch immer aus den Augen verliert. Das zu machen, was Ferrelli stattdessen gemacht hat, Trial and Error, Versuch und Irrtum, also eher ein spielerischer Zugang, ein experimenteller Zugang, durch Ausprobieren zu lernen, bestimmte Reize zu setzen, sich dann wieder anzuschauen, wie reagiert der Mensch darauf, wo kommt es zu einer Verstetigung von wünschenswerten Verhalten, was diesen Menschen selber gut tut und wo kommt das eher nicht, ist in einem komplexen Umfeld, also wenn man davon ausgeht, Menschen sind komplex und menschliche Beziehungen sind komplex, sehr viel realistischer oder sehr mehr auf der Höhe heutiger Wissenschaft als ein zu Tode analysierendes Verhalten. Also Analyse macht Sinn, wenn wir zwar eine komplizierte Maschine vor uns haben, aber keine komplexe Maschine. Ne? Also Computer kann man auseinanderbauen, solange sie, ne, also auf der Suche nach ihrem Geheimnis, bei Menschen macht das nicht ganz so viel Sinn. Und es wird aber immer noch häufig versucht. Also mein Eindruck ist, dass viele heute immer noch nicht die Komplexität des Menschen wirklich richtig ernst nehmen, also pragmatisch ernst nehmen, im Sinne von, wenn der Mensch komplex ist, was heißt denn das dann? Was heißt das dann? Wie müssen wir uns dann zu einem anderen Menschen verhalten? Wie müssen wir uns auch zu einem anderen Menschen in dem Coaching verhalten, in der Therapie verhalten, wenn der andere ein komplexes Wesen ist und nicht eine komplizierte Maschine? Ne? Komplex und kompliziert sind in dieser Wortverwendung ganz verschiedene Sachverhalte und eben nicht das Gleiche. Und ja, also ich gehe davon aus, der Mensch ist komplex und deswegen macht Analyse nicht so viel Sinn. Ja, also du kommst auf nichts. Ja, ist immer schon, der andere ist immer schon woanders. Es ist eine permanente Dynamik. Es gibt sehr viele Größen und man schmeißt eher mal was in den Teich, versuchsweise, und schaut sich die Reaktionen an. Und daraus zieht man dann weitere Schlüsse. Und das kann sich aber auch ständig verändern. Also gerade dadurch, dass man schon was in den Teich geworfen hat, verändert sich die nächste Reaktion. Also wenn man nochmal das Gleiche in den gleichen Teich wirft, ist es nicht mehr der gleiche Teich und es zeigt sich andere Reaktionen. Das ist typisch für komplexe Systeme. Ja, oder wollen wir mal sagen, lernende Systeme. Also bei allem, was Menschen sind oder nicht sind, was sie ganz sicher sind, wir sind lernende Systeme. Und die Erfahrungen, die wir mit einem bestimmten Menschen machen, zum Beispiel auch mit einem Therapeuten oder Coach, aber eben auch außerhalb von solchen Settings, mit anderen Menschen, in Freundschaften, in Beziehungen, in Partnerschaften, im Beruf,
Wir merken uns das, was war, und deswegen hat die gleiche Verhaltensweise beim zweiten Mal vom anderen in der Regel eine andere Wirkung auf uns, weil es eben mittlerweile eine Geschichte gibt, oder man könnte auch eben von Pfadabhängigkeiten sprechen, ne? Also man ist schon einen Weg gegangen, das ist unumkehrbar. Die Erfahrung, die gemacht wurde, wurde gemacht. Sie ist sozusagen nicht mehr auslöschbar. Sie ist Geschichte, aber sie ist nicht weg, weil sie ist gespeichert bei den Menschen. Und davon gehen wir weiter aus, ne? Also natürlich können wir vergessen oder wir können verzeihen, aber Erfahrungen, die wir mit einem Menschen gemacht haben, sind da. Und sie sind ja sogar da in der Übertragung. Also wenn ihr zum Beispiel mit einem Menschen schon mal zu tun hattet, der so redet wie ich, so ähnlich aussieht wie ich, so eine Brille hat wie ich, ähnlich vielleicht angezogen ist wie ich, oh Gott, das wird schwierig. Aber angenommen, es gibt doch Menschen in eurem Leben, der irgendwie Ähnlichkeit mit mir hatte, dann finden unweigerlich Übertragungsphänomene statt. Also, dass ihr mir Dinge unterstellt, die vielleicht nicht mir gehören, die bei mir überhaupt nicht treffend sind, aber aufgrund äußerer Ähnlichkeiten flutscht da halt was rüber. Und das kann im Positiven wie im Negativen passieren und das ist also völlig üblich. Es ist alles andere als skandalös. So arbeitet halt unser Gehirn. Und wenn wir dann manchmal mehr Erfahrungen mit einem Menschen machen, revidieren wir das wieder. Ne, dann fangen wir an zu differenzieren. Ach, der ist da doch ganz anders und so. Das machen wir die ganze Zeit, aber dass wir Klischees übereinander ausbilden und dass wir mit Klischees arbeiten, ist einfach eine ökonomische Arbeitsweise, der ökonomischen Arbeitsweise unseres Gehirns ist geschuldet, das halt versucht, mit Schubladen zu arbeiten, mit Klischeevorstellungen, weil das halt einfach weniger aufwendig ist als zu differenzieren, zu differenzieren, zu differenzieren. Wir sind wirklich sehr, sehr gut im Differenzieren als Menschen, aber es hat auch Grenzen und vor allem ist es sehr energieaufwendig. Und das Gehirn verbraucht Unmengen Energie und versucht, die dort zu sparen, wo es nur kann. Also, wo keine Differenzierung gemacht werden muss, versucht unser Gehirn, die Differenzierung einzusparen. Und manchmal braucht es also wirklich sehr, sehr starke Reize, auch im Zwischenmenschlichen, damit unser Gehirn merkt, oh Scheiße, hier muss ich mir den Aufwand wirklich machen, zu differenzieren. Ja, also von alleine machen wir das nicht. Und im Grunde, also wir werden da zwar ständig böse aufeinander, dass das andere Menschen nicht machen, also vor allem, wenn das nicht wir machen, sondern die anderen mit uns, werden wir ständig böse auf die anderen, dass die also Klischees aus uns machen. Aber es ist halt menschlich, es ist halt eigentlich normal und wir selber machen das mit anderen Menschen auch die ganze Zeit. Das ist ein total menschlicher, hirnphysiologischer Vorgang, dass man sich ständig in Schubladen steckt. Und aber in engerer Interaktion ist man dann oft in der Lage, diese Schubladen umzubauen oder die Menschen ganz rauszunehmen aus einer Schublade und ihn dann dafür in eine andere Schublade zu stecken oder in mehrere andere Schubladen. Das sind alltägliche Vorgänge, die machen wir die ganze Zeit und natürlich finden die auch in Coaching und Therapie statt, unweigerlich. Ja. Ist ja immer noch ein zwischenmenschliches Geschehen, darf man nie vergessen. So, damit endige ich in diesem Video. So, und genau, im nächsten Video geht es dann weiter mit einer weiteren Frage. Die Frage wird dann lauten, Sie sagen, dass in vielen traditionellen Therapeuten ein provokativer Therapeut geradezu danach schreit, herausgelassen zu werden. Welche Faktoren gibt es, die Sie sehen, die einigen Therapeuten den Zugang zur provokativen Therapie versperren? Eine Frage, die ich sehr, sehr spannend finde. Ceterum censeo, democratiam esse sortiendam.